Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kommt jetzt zurück nach Medina. Und in Medina geschieht jetzt Folgendes. Und zwar all die Leute, welche zurückgeblieben sind, kommen jetzt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was machen sie? Sie entschuldigen sich. Oh Gesandter Allahs, ich konnte meine Familie nicht zurücklassen. Haben sich irgendwas ausgedacht. Oh Gesandter Allahs, meine Frau ist krank gewesen. Oh Gesandter Allahs. Und jedes Mal, wenn einer von den Heuchlern zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihm irgendetwas erzählte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Möge Allah dir vergeben, deine Entschuldigung ist angenommen worden. Es gab keine Konsequenz. Es gab aber drei Männer, die zu den Aufrichtigen gehörten. Und welche dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht angelogen haben. Und über diese drei Männer wird eine sehr, sehr lange Überlieferung in verschiedenen Hadithbüchern überliefert. Unter anderem auch in Sahih al-Bukhari. Und zwar die Überlieferung von Ka'b ibn Malik. Über sich selbst und über seine beiden Gefährten. Wie hießen die beiden anderen? Hilal ibn Umayyah und Marara ibn Rabi'. Diese drei haben eine lange Geschichte, auf die wir insha'Allah ta'ala versuchen werden, in aller Kürze einzugehen. Und zwar begibt sich jetzt Ka'b ibn Malik und die beiden anderen, Hilal ibn Umayyah und Marara ibn Rabi', welche aufrichtige Muslime gewesen sind, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Ka'b ibn Malik ist die ganze Zeit hin und her gerissen. Soll ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit sagen? Oder soll ich ihn eine Ausrede auftischen, genauso wie die anderen das getan haben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nahm eine Entschuldigung nach der anderen an. Und jetzt kam die Reihe für Ka'b ibn Malik. Und Ka'b ibn Malik, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, ich hatte keine Ausrede. Es ging mir nie besser als in diesem Jahr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, amma hadha faqad sadaq. Was ihn betrifft, so hat er die Wahrheit gesprochen. Geh zur Seite. Subhanallah, bei allen anderen wusste er, sie lügen. Aber er hat ihre Lüge bestätigt. Sie einfach gehen lassen. Warum? Weil sie keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Es ging hier nicht um weltliche Sanktionen. Das war keine weltliche Prüfung gewesen. Das war eine Prüfung gewesen in Bezug auf die Religion. Darum ging es. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ließ sie einfach gehen. Ka'b ibn Malik, der diese Geschichte im Übrigen seinem Sohn erzählte und sehr, sehr aufrichtig war und ihm alle Details erzählte, Ka'b ibn Malik, er sagte, es kamen dann einige Heuchler zu mir, die gehört haben, was ich gesagt hatte. Und sie sagten, oh Ka'b, was ist los mit dir? Erzähl dem Propheten sallallahu alaihi wasallam noch irgendetwas. Und er wird sogar für dich Istighfar machen. Selbst wenn du gelogen hast, kein Problem. Wenn du Istighfar vom Propheten bekommst, ist so und so alles vorüber. Und dann sagte Ka'b, ich wäre fast wieder zurückgegangen, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam jetzt doch noch eine Ausrede aufzutischen. Aber dann hielt mich mein Haya ab. Und ich tat es nicht. Die beiden anderen, Hilal ibn Umayyah und Murara ibn Rabi', taten dasselbe. Und jetzt kommt die Entscheidung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist die Strafe für diese drei, über die Allah ta'ala im Übrigen auch im Koran gesprochen hat, wie wir gleich sehen werden, insha'Allah ta'ala. Die Strafe ist gewesen, keine in Medina darf mit euch sprechen. Ihr werdet boykottiert. Für eine bestimmte Zeit. Und genau das sollte geschehen. Keiner in Medina hat mit ihnen gesprochen. 40 Tage lang wurden sie boykottiert. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber im Koran, in Surat al-Tawbah, relativ am Ende. Und zwar sagt Allah ta'ala, awa ala thalathati alladhina khulifu. Und was die drei betrifft, welche zurückgelassen wurden. Sind sie zurückgelassen worden oder sind sie selbst zurückgeblieben
Sie sind zurückgeblieben. Warum sagt dann Allah subhanahu wa ta'ala, sie wurden zurückgelassen? Was ist der Grund dafür? Es muss auch einen Grund dafür geben. Ich meine, sie sind ja eigentlich aktiv zurückgeblieben. Keiner hat ihnen ja verboten, ja, sich anzuschließen. Keiner hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht daran teilnehmen. Warum sagt Allah ta'ala, sie wurden zurückgelassen? Ja, ganz, ganz wichtig. Du bleibst zurück, du denkst, du profitierst, Alhamdulillah, ja, ich musste mich nicht anstrengen, aber in Wirklichkeit wurdest du zurückgelassen. Allah hat dich nicht genommen. Allah hat dich nicht auserwählt, nicht auserkoren, dass du daran teilnehmen darfst. Genau diese Einstellung sollte der Muslim haben. Wenn ich bei einer guten Sache nicht teilnehmen kann, dann hat mich Allah nicht daran teilnehmen lassen. Und nicht ich habe es geschafft, mich davor zu drücken. Ich bin der Verlierer. Und deswegen wurden sie zurückgelassen. Und die Reue der dreien, die zurückgelassen wurden, das ist Vers Nummer 118 in Surah At-Tauba. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala ihren mentalen Zustand. Hatta idha taqat alayhim al-ardu bima rahubat, bis die Erde ihnen eng wurde, bei all ihrer Weite. Ka'b ibn Malik, er berichtet das sehr ausführlich. Er sagt, er hatte das Gefühl gehabt, dass wirklich die Erde sich verengt hat. Er hat sich nicht mehr wohlgefühlt mit seiner eigenen Haut. Er meinte, Hilal ibn Umayyah, er ist die ganze Zeit zu Hause geblieben, er wollte nicht mehr rausgehen. Er selbst aber ist immer wieder in die Moschee des Propheten gegangen, um zu gucken, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam doch in irgendeiner Weise ihm Aufmerksamkeit schenkt. Er ist mir gegangen, hat sich extra vor ihn gestellt, zu gucken, lächelt der Prophet vielleicht, gibt er ihm ein Zeichen, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn klar und deutlich gemieden. Keiner durfte mit ihm sprechen. Keiner durfte mit ihm sprechen. Und die Sahaba haben sich daran gehalten. Und nach 40 Tagen geschieht was? Nach 40 Tagen kommt eine weitere Strafe hinzu. Jetzt müssen sich sogar die Ehefrauen von ihnen trennen. Nicht also Tabak, sondern sie müssen sich zurückziehen und zurückhalten. Ganze 10 Tage. Sodass sie nicht mehr weiter wussten. Was für eine Strafe. Hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat. Und dann, wa daqat alayhim anfusuhum. Und ihre Seelen ihnen eng wurden. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh. Und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Nach 50 Tagen kam dann die Erlösung. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er bekommt, ja, offenbart, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben hat. Und die Leute, sie eilen zu Ka'b ibn Malik und zu Hilal ibn Umayyah und zu Marar ibn Rabi'a und sie verkünden ihnen die frohe Botschaft, Allah ta'ala, er hat eure Reue angenommen. Ka'b ibn Malik, er kann es kaum fassen. Und er rennt zur Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Sahaba, sie freuen sich. Einer von den Sahaba, ja, fällt gerade sein Name nicht ein, er steht auf und er umarmt ihn. Und Ka'b ibn Malik sagt, bei Allah, das werde ich ihm niemals vergessen. Dass er aufgestanden ist als Einziger, während alle anderen gesessen haben. Werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Was lernen wir daraus? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Manchmal ist es eine kleine Geste gegenüber einem Bruder oder gegenüber einer Schwester, welche das Leben dieses Bruders oder dieser Schwester verändern kann. Dass du ihm einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schickst. Ein Bruder meinte einmal zu mir, subhanallah, ja, dass also er beeinflusst wurde durch jemanden, was sein gesamtes Leben beeinflusst hat, ja, weil dieser eine ihm nur ein einziges Mal Aufmerksamkeit geschenkt hat, während alle anderen, zu denen er immer wieder gegangen ist, ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es war einfach nur ein paar Minuten gewesen, wo diese Person für ihn da gewesen war. Er war in mehreren Moscheen gewesen, hatte ein Problem gehabt, er wusste nicht weiter. Und immer wieder haben die Leute ihn vertröstet, hatten keine Zeit gehabt, sich nicht wirklich um ihn gekümmert, waren abgelenkt gewesen. Und dann kam er einmal, ja, zu einer Person, die sich einfach die Zeit genommen hat. Gar nicht lange, meinte er, vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten. Aber diese 20 Minuten, 30 Minuten haben sein Leben komplett geändert. Und genauso hier bei Ka'b ibn Malik, dass einfach dieser Sahabi aufgestanden ist, ihn umarmt hat. Ja, während alle anderen gesessen haben, ja, hat er ihn niemals vergessen. Das war für ihn, wie gesagt, etwas ganz, ganz Besonderes. Eine kleine Geste, die das Leben eines Menschen verändern kann. Und wir haben schon oft darüber gesprochen bei Gelehrten. Manchmal ist es nur ein Wort, ein Satz von einem Gelehrten,
ja, oder von einer Person zu einem jungen Menschen dieses Wort, welches das Leben dieses Menschen komplett verändert. Ein Beispiel hatten wir gehabt bei Al-Izz ibn Abd al-Salam. Al-Izz ibn Abd al-Salam, ja, er ging einmal in eine Moschee, ja, dort hat er gebetet und er war ein Gelehrter gewesen, der sagte zu ihm, Subhanallah, ja, dein Gebet ist ein sehr, sehr besonderes Gebet. Du betest genauso wie dieser Sahabi so und so. Oder wie dieser Tabi'i. Genau dasselbe Gebet. Er meinte, das hat mein Leben so beeinflusst, ja, dass ich mich voll und ganz auf das Wissen konzentriert habe. Ein kleiner Satz, der das Leben eines Menschen beeinflusst. Und deswegen darf man solche Gesten niemals unterschätzen. Und Ka'b ibn Malik, ja, er ging dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und er sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lächelte und sich freute darüber, dass Allah ta'ala seine Taube angenommen hat. Und dann sagte Ka'b ibn Malik zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, dafür, dass Allah ta'ala meine Taube angenommen hat, werde ich mein gesamtes Vermögen spenden. Werde ich mein gesamtes Vermögen spenden. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, nein, nicht das gesamte Vermögen. Spende ein bisschen, aber behalte auch ein bisschen für deine Familie. Manche Menschen, wenn sie so enthusiastisch sind, wenn sie gerade anfangen sozusagen zu praktizieren oder wenn sie sich freuen über etwas, ja, was ihr Leben positiv beeinflusst hat, ja, dann wollen sie gleich, ja, in ihrem Eifer alles geben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, nein, bewahre das Maß. Nicht, dass du es im Nachhinein dann bereust. Und dann sagt Ka'b ibn Malik etwas unglaublich Wichtiges. Etwas, ja, was jeder Einzelne von uns in seinem Leben praktizieren sollte. Er sagte, ja, dafür, dass Allah Ta'ala mich akzeptiert hat, aufgrund der Ehrlichkeit, die ich an diesem Tag, ja, gezeigt hatte gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, schwöre ich, dass ich ab heute nur noch was tun werde. Weiß jemand was? Nur noch die Wahrheit zu sagen. Egal was ist. Ab heute werde ich nur noch die Wahrheit sagen. Ich werde nie lügen. Egal was ist. Und er hat sich daran gehalten, Subhanallah. Nie wieder gelogen. Nicht einmal eine Notlüge. Ich werde immer die Wahrheit sagen. Und er sagte, das Einzige, was mich gerettet hatte an diesem Tag, war was gewesen? Die Wahrheit. Ma anjani yawma idhin illa sidq. Nur die Wahrheit hat mich gerettet. Und das sollten wir verinnerlichen, meine lieben Geschwister im Islam. Die Wahrheit, ja, führt am Ende zur Rettung. Die Lüge führt ins Verderben. Du denkst in diesem Moment, ah, die Lüge wird mich weiterbringen. Ich werde dafür vielleicht, ich werde durch die Lüge vielleicht bewahrt vor einer Strafe. Oder ich werde durch die Lüge vielleicht, erlange ich etwas, durch den Betrug gelange ich schneller an Geld. Glaub mir, am Ende, ja, wirst du verlieren. Und das, was dich retten wird, ist immer die Wahrheit. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagte er? Er sagte, salawat rabbi wa salamu alaihi, inna sidqa yahdi ila albir. Die Wahrheit führt zur Frömmigkeit. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Und die Frömmigkeit, ja, sie führt zum Paradies. وَإِنَّ الرَّجُلْ لَيَصْدُقْ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Und eine Person, ja, sagt so lange die Wahrheit und strebt nach der Wahrheit, ja, bis sie bei Allah als wahrhaftiger niedergeschrieben wird. Und umgekehrt genauso. وَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Lüge führt zu was? Zu Frevel. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Und der Frevel führt zum Höllenfeuer. وَإِنَّ الرَّجُلْ لَيَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Und eine Person lügt so lange und strebt nach dem Lügen, bis er bei Allah als Lügner abgestempelt wird. Immer die Wahrheit sagen. Eine Frage hätte ich noch, inshallah ta'ala, an euch. Was ist der Grund, warum Allah ta'ala diese drei Männer genau damit bestraft hat, dass sie isoliert wurden von der Gesellschaft und boykottiert wurden? Warum gerade solch eine Strafe? Warum wurden sie isoliert? Was ist der Sinn hinter dieser Strafe? Warum gab es nicht eine andere Strafe? Warum sollten sie nicht zum Beispiel extra viel spenden oder, weiß ich nicht, vielleicht auch eine körperliche Strafe? Ja? Was ist der Grund, dass sie von Allah Ta'ala so bestraft wurden? Darin liegt eine tiefgründige Weisheit. Die Gelehrten sagen, Al-Jaza'u min jins al-Amal. Al-Jaza'u min jins al-Amal. Die Vergeltung einer Tat ist immer entsprechend der Tat selbst. Was haben sie getan? Sie haben sich selbst isoliert von der Gemeinschaft, in denen sie asozial gewesen sind. Ja, sie sind asozial gewesen, natürlich.
Sie wollten nur profitieren von der Gemeinschaft, aber in diesem Fall, ja, wollten sie der Gemeinschaft nichts geben. Sie waren nicht bereit gewesen, sich daran zu beteiligen. Sie haben mehr an sich selbst gedacht als an die Gemeinschaft. Und dementsprechend ist ihre Strafe, welche gewesen, dass sie von der Gemeinschaft, welche sie nicht stützen wollten, boykottiert wurden. Das heißt, ja, wenn ihr euch von der Gemeinschaft trennt, soll eure Strafe sein, dass sich die Gemeinschaft sich von euch trennt. Und sie sollten das verspüren, was sie da eigentlich gemacht haben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre. Viele Menschen in dieser Gesellschaft, auch viele Muslime leider, das muss man sagen, haben die Einstellung, Vater Staat ernährt mich. Mir ist es egal, ob ich Geld aus der Sozialkasse nehme, will aber gleichzeitig nichts einzahlen, bin nicht bereit, Steuern zu zahlen etc. Ich will immer nur profitieren, immer nur bekommen, nehmen. Aber ich bin nicht bereit zu geben. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Einstellung. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Einstellung. Eine Einstellung, die diametral dem gegenübersteht, was der Islam uns gelehrt hat. Dass ich als Muslim eigentlich immer für die Gemeinschaft da sein sollte. Und auch eine Bereicherung für die Gemeinschaft sein sollte. Aber asoziales Verhalten, bei dem ich nur an mich selbst denke und bei dem ich nicht bereit bin für die Gemeinschaft, für die gesamte Gemeinschaft, ob Muslime, nicht Muslime, ist völlig egal. Es ist die Gemeinschaft, in der ich lebe. Ja? Wo ich nicht bereit bin, für diese Gemeinschaft etwas zu tun. Aber immer fordere von der Gemeinschaft, immer nehmen möchte. Ja? So als Selbstverständlichkeit, das steht mir zu, aber nicht bereit bin, auch zu geben. Das ist ein Verhalten, was der Islam aufs Äußerste ablehnt. Und das wird uns auch gezeigt in dieser Geschichte, subhanallah. Sie waren nicht bereit, etwas zu geben. Deswegen war ihre Strafe gewesen, dass die Gemeinschaft sie ebenfalls boykottiert hat und isoliert hat. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Lehren profitieren lassen und aus ihnen lernen lassen. Amin, Rabbil Alamin.